So, mal gucken, ob Pat auftaucht. Freigegeben ist er auf jeden Fall. Ab geht's. 3:3. Wir sind endlich in diesem Spiel. Die Pistole hatte man auf Seiten von Unix gewonnen. Die drei Runden dann am Stück. Jetzt seitdem Gen 1 anscheinend drei Runden am Stück auch geholt. Sieht man auch am Geld. Sehr, sehr viel Money. 5000 an der Zahl. Im Durchschnitt fast, sagen wir, 4000 würde ich fast meinen. Onyx hat jetzt wieder Geld gehabt anscheinend, beziehungsweise hat reingeforst, ist ein bisschen ein Struggle. Bräuchte jetzt eine Zauberrunde, hat Utility auf jeden Fall dabei. Aber mit drei Galils nicht gerade das beste Waffenline-Up. Auch kein AWP jetzt hier, aber ein schöner Boost hier von Snacks mit seinem Mate. Und der Spray, der macht richtig stark, ist eine Granate rüberfeuern. Das wäre so gut nochmal aus Sicht von Onyx. Aber ich freue mich jetzt hier, das zu casten, die Jungs jetzt hier zu begleiten. Ich hoffe, wir können das richtig eskalieren zusammen. Weil jetzt haben wir hier fünf deutsche Jungs auf Seiten von Onyx. Ich hoffe, ihr seid hyped, mit dabei zu sein. Oh, schön von Pixel, der jetzt auch neu im Team ist. Ich muss auch die meine Echse noch eintragen jetzt gleich, sonst wird damit Canary und Bulldog wegkommen, weil die sind anscheinend nicht so gut gesehene Spieler in Counter-Strike. Zu viel geflamed oder was auch immer. Warum sie hier schlechte, negative Einstellungen haben. Aber mal gucken. Von hinten kommt der gute Neo und holt sich Snacks und Pixel. Und dann laden wir mal kurz die Excel. Und dann sollte auch jetzt hier Maeve und Mojo und New Rule Snacks und Pixel zu sehen sein. Da haben wir sie. So, wie es aussieht, Paddy nicht da. Der scheint noch auf Arbeit zu sein. Kannst nichts machen. Aber so ist es. Let's go. 4-3, Gen 1, gut dabei. Washington, der nächste Frag hier gegen Jojo, okay. Ist halt nur eine Deagle Force. Vielleicht kann Pixel einen starken Klick verteilen. Da ist er auch. Schönes Brett von ihm. Gegen Sixer. Klar, Paddy ist immer Markan. Immer. Maschine. Man pusht über lang. Aber Jayne ist da, macht hier guten Damage und holt sich beide Pixel und Rules. Beide fallen. Es ist nur noch Snacks. Im 1 gegen 4. Jayne hat nichts mehr. Könnte hier ein Knieschuss, was auch immer, würde auf jeden Fall reichen für ihn. Aber da muss er erstmal hinkommen. Denn wir sehen es auch schon. Jayne an die AWP. Man hat getauscht hier mit dem guten Wasink. Und somit. Der zieht sich auch nach hinten zurück. Aber noch 45 Sekunden. Vielleicht sehen wir hier nochmal eine Zauberrunde. Und da ist der Klick. Sogar relativ weit oben im Gesicht fast schon. Und mal gucken, was Snacks noch alles holen kann. Leider nichts, denn Nono2k kommt von unten aus den Tunnels und holt es 5:3 für sein Team. Los geht's. Onyx an den Waffen. Endlich wieder AWP bei Pixel. 4Ks am Start. Man ist Richtung Asper unterwegs. In den Tunnels haben wir Mojo. Wird abgesmoked hier von 002K in dem Fall. Es gibt eine Konter-Molo, auch nicht schlecht. Ah, der Spray geht aber durch die Smoke durch. Besseres Timing für den guten Mojo. Und somit fällt der Sixer. Jetzt einfach ein einfaches für ihn. Holt sich Nurals, der hier ganz gechillt um die Ecke gelaufen kommt. Und wieder dann die klare Unterzahl mit drei Mann. Snacks, Maeve und Pixel.
Trotzdem, es ist noch nicht vorbei. Aber was für ein frecher Go jetzt hier von Jane von hinten. Pixel verschießt er zwar nicht ganz, aber trifft ihn nicht richtig. Und was macht jetzt Jane? Der schießt hier gleich den guten Pixel ab. Maeve, du passt auf. Snacks holt sich den Frag von hinten. Das ist so wichtig jetzt hier. Jetzt haben wir 2 gegen 2, aber auf dem Spot ist Wasink. Und das ist Maeve. Unser lieber Maeve. Wie viel kann er mitnehmen? Er pusht jetzt einfach vor. Er weiß genau, wo Wasink ist. Es sind noch 9 Sekunden zu spielen. Der macht es super gut. Der spielt ihn einfach ganz klar aus. Auf Timing und dann geht's ran, aber es sind nur noch 3 Sekunden. Die Bombe liegt zu weit weg, planten kann er nicht mehr. Die Runde geht an Gen 1. Ganz knappes Ding. Trotzdem reicht es nicht und wieder kein Geld. Maeve kann noch eine Mollo mitnehmen. Und die Rüstung hat nur 700. Man könnte reinforcen und dann Halfby machen. Aber das Geld bei Gen 1 massiv. 6 Runden am Stück hat man sich bisher geholt. Kann man auch wieder nicht sehen jetzt hier. Auch nicht geupdatet auf serverseitig, aber trotzdem super, super stark. Und das ist auf jeden Fall was, was den Onyx-Jungs wehtut. Aber egal. Durchatmen, kurze Pause gecallt. Besprechen. Finde ich gut, dass man nach 6 Runden am Stück hier auf jeden Fall die Pause zieht. Denn man hat jetzt insgesamt, würde ich sagen, 4 Waffenrunden gehabt. Wahrscheinlich. Irgendwie klappt es gerade nicht. Gefühlt spielt man auch vielleicht zu vereinzelt an gewissen Ecken. Und hat keinen Repick immer da, dass sofort der Refact da sein kann. Wird natürlich auch immer schwieriger, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist in jeder Runde. Wenn nur noch 3 Spieler am Leben sind, wird es natürlich immer schwieriger, wenn verschiedene Spieler dann woanders verstreut sind. Aber okay. Drücken wir die Daumen, würde ich sagen, für Onyx, dass es jetzt endlich wieder nach oben geht. So ein 10 zu 5 Ergebnis ist ja meistens so ein Standardding für mich. So, ich kann es fast gar nicht sagen. 10 für die CTs, manchmal auch 10 für die Terrors, was natürlich manchmal auch aus mancher Sicht sehr, sehr crazy wäre. Aber okay. Gen 1 musst du mindestens 2 Runden Hops nehmen, um hier Onyx. Umgekehrt. 2 Runden Hops nehmen, damit Gen 1 hier halt in die Echo geht. Aber bis es soweit ist, brauchen wir erstmal coole Frags aus Sicht von Onyx. Und ich weiß auf jeden Fall, die Jungs können das. Und ich bin gespannt. Geforst hat man. Sehen wir an den Waffen. Utility auch. Es soll Richtung A-Spot gehen, über die Banane. Da warten nur 2 Spieler auf dem A-Spot. Also das Timing kann nicht besser sein eigentlich. Man muss bloß Gas geben. Es gibt natürlich Support-Flashes. Pixel ist ready. Pixel im Gesicht. Pixel macht den zweiten. Der junge kleine Gott kann auch mit der Galil oder mit der AK. Nicht nur mit der AWP. Und man ist on site. 4 gegen 3 Situation. Der Vorteil ist einfach aus Sicht von Onyx jetzt da. Jetzt gibt es die nächste Molo. Also hier rauszukommen, beziehungsweise draufzukommen auf den Spot, wird nicht leicht werden. Mal gucken, wie es jetzt hier ausgespielt wird. Man hat sie rotiert, man hat die AWP sich reingeladen, kann Pixel noch mehr ausrasten. Maeve jetzt hier vielleicht mit der Revanche aus der letzten Runde gegen Wasink. Das ist die perfekte Position. Diesmal hat das genau umgedreht. Der ist der nächste Spieler. Neo macht ihn zwar klar. Snacks muss aufpassen, genauso wie Pixel. Wo ist die AWP eigentlich? Jetzt rotiert schon wieder zurück. Jetzt wird es auch mal gefährlich. Pixel mit Mojo zusammen. Mojo macht nur einen. Jetzt die Bombe tickt zu schnell. Da kann halt nicht mehr diffusen. Und das ist Pixel mit dem 3K. Schönes Ding von dem Team. Schönes Ding vom Pixel. Hat schön aufgepasst. Aber der Damage wurde insgesamt vom Team getragen. Pixel hat gefinished. 6 zu 4. Onyx endlich mit ihrer ersten Runde nach der Pause. So wichtig. Kurz durcharbeiten, ich muss eigentlich mal Wasser trinken, würde ich sagen. Aber okay, Onyx. Natürlich mit ein paar Spielen überlebt, aber trotzdem reicht es gerade immer noch nur für die Waffen, die wir hier sehen. Man hat einfach kein Geld. Und Gen 1 aber hat so viel gerade verloren. Man sieht es einfach, wie teuer die CT-Seite ist. Kaum Utility im Vergleich dazu, wie viel Geld da auf dem Schirm war. Aber jetzt gar kein Geld mehr, außer Nono2K, der auch den Frack hier gerade zieht. Gegen den Snacks. Offensiver Play von Sixer. Hat das Pixel auf dem Schirm. Er hat gerade geguckt, aber Sixer einfach zu weit offensiv vorne.
Das ist echt unglücklich. Maeve kann aber die Waffe reinladen von seinem Mate. Jetzt zielt man ab von Sixer gegen den nächsten Spieler. Jayne verliert man durch Mojo. Aber Sixer wieder mit einem. Mit der AWP. Nun holt sich auch noch einen. Diese Runde sieht wieder nicht gut aus. Bitter. Offensiver Play von Gen 1. Zerstört hier Onyx komplett gerade in dieser Runde. Ah, damit hat man nicht gerechnet so richtig. So hat sich was angefühlt. Ganz, ganz schade. Schön gemacht. Also die Jungs hier von Gen 1 machen es nicht leicht. Und sind auch auf jeden Fall frech. Mal passiv, mal aggressiv. Eine gute Mischung hier. Genauso wie man Overpass spielen sollte. Und es macht hier auf jeden Fall den Terror zu schaffen. Wieder nur eine kleine Force Buy mit den Pistols, zwei Tech Nines, zwei Deagles. Und das soll explodieren Richtung Banane, wieder Richtung A-Spot. Close steht halt hier. Jayne, er wurde gesehen. Hat nur noch 5%. Den muss man besiegen irgendwie. Maeve macht das Ding klar. Das hat man auch in Zeit immer noch. Sixer. Sixer macht einen auf dem No-Scope. Jetzt ist er bekannt. Er ist in der Smoke drin. Wird reingesprayt. Schönes Ding. Jetzt hat man hier zwei Waffen sogar mal geholt. Man muss irgendwie die Bombe planten. Und Mojo mit dem nächsten. Richtig, richtig stark. Dann geht's den nächsten Frag hier. Beinahe von No Rules, der auch sehr frech da vorne geht. Die Bombe nehmen und jetzt irgendwie planten auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es vielleicht nochmal ein Duell von Maeve gegen Nono2k und den hat man auch auf dem Schirm. Diesmal wieder eine sehr gute Runde von Onyx. Sehr, sehr gut. Neon, der letzte Mann, versucht hier im 1 gegen 3, wie es aussieht. Möchte es unbedingt wissen. Mojo holt er sich, wie auch immer ein Ding geholt hat. Beide kommen jetzt hier. Vor der Banane. Martin, glaube ich, schon gesehen. Muss aufpassen. Oh, closes Ding. Aber Snacks. Keine Ahnung, wie an der Kante vorbei. Holt sich den Frag gegen Neo. Und da ist es das 7 zu 5. Onyx kann nochmal durchatmen. 8 zu 7 ist drin. Man schickt jetzt hier beinahe Gen 1 an die Bretter. Aber die müssen reinforcen. Die haben einfach so komisches Money. Aber es ist die Chance jetzt hier. Daumen drücken. Onyx hat jetzt die Chance, das komplett zu drehen. Auf jeden Fall mindestens auszugleichen zum 7 zu 7. Weil es 6 zu 7, wenn sie das hinbekommen, sind sie komplett lost mit dem Geld. Und dann, beim Stand von 7 zu 7, hat man gegen die Force, gegen die Echo gewonnen, auf jeden Fall von Gen 1. Richtig gut, richtig wichtig. Vielleicht jetzt auch ein zu schneller Call hier von Gen 1, hier, dass Nono2k reingeforst hat, reingekauft hat, aber das, damit zwingt er die anderen auf jeden Fall auch reinzukaufen. Da wird alles gekauft, was geht. Da gibt es aber 2 M4s wahrscheinlich und die AWP, der Rest ist MP9. Nee, man sieht es, war Sink. Nur mit so einer 5-7. Mehr ist nicht drin und Onyx. Schönes Waffen-Line-Up. Also jetzt bloß nicht gegen die AWP verlieren von Sixer. Jetzt einfach nur solide das Ding runterspielen. Schöne Frags ziehen und dann ist es vorbei. Aber wir sehen auch schon wieder auf der Minimap, wie aggressiv hier schnell nach vorne gegangen wird. Jayne, ja, relativ aggressiv vorne. Vorne auch gepiekt vom Sixer, aber mehr nicht. Hat sich abgesmoked und Co. Und man zieht sich wieder zurück, weil man kann nicht gegen die Utility gegenhalten. Man hat einen Defuse bei Neo, wie ich sehe. Aber Gen 1 hat seine Probleme eventuell. 3 Mann auf dem B-Spot, 2 auf dem A-Spot. Jetzt gibt es hier den Run-Boost hier für Pixel, meine Lieben. Zack, einmal rüber. Und das, die Flash kam natürlich jetzt gerade vom Timing her entweder von unseren Mates hier oder vom Gegner. Perfekt, aber ich glaube, es kam hier gerade eine Flash von den Terrors. Hat ihn selber noch ein bisschen geflasht. Aber zum Glück ist hier niemand. Wurde ihm eine Flash geworfen, damit er selber supporten kann. Wenn es hier Richtung lang geht. Die AWP ist halt, wie gesagt, auf dem A-Spot. Man ist auf jeden Fall rotiert. Man kriegt mit, dass da Utility fliegt. Wir sehen, dass Warzink auch auf dem Spot ist. Jetzt wird es schwierig. Sixer hier an der AWP. Eine super, super gute AWP auf jeden Fall, was wir bis jetzt gesehen haben, muss ich sagen. Und wieder Mojo diesmal mit dem Crouch. Zu langsam vielleicht, aber man weiß, wo er ist. Jetzt kann man vielleicht den Sack da irgendwie die Linie zumachen. Und die AWP rausnehmen. Maeve muss erstmal das Duell gegen die Pistole gewinnen. Das wäre super wichtig. Macht man auch ganz kein Problem. Jetzt irgendwie smoken. Kann man das Ding wegsmoken, damit was geht. Pixel guckt nach hinten. Passt auf. Ist direkt im Gesicht. Und die Runde sieht erstmal ganz gut aus. Snacks jetzt hier gegen die AWP. Das ist so wichtig, wenn er Sixer rausholt. Und das ist dann das Ding. Das sollte der Spot sein. Das sollte der A-Spot auf jeden Fall safe sein. Man muss aufpassen. Neo geht einfach nach vorne. No Rules braucht Verteidigung. Niemand schützt No Rules. Er konnte aber zum Glück gerade noch blenden. Boah. War das close? No Rules, mein Friend. Da wurdest du auf jeden Fall geopfert. Bitte, aber Pixel ist ready. Pixel zielt ab.
Komm, sah und siegte, macht den ersten, macht den noch den zweiten, kann ihn noch irgendwie dodgen. Und er macht es. Mann, wie stark der einfach ist. So eine gute Entscheidung hier zu joinen bei den Onyx-Jungs. Starkes Ding, weggedreht. Also der will es wissen, also nicht umsonst geht er hier den Weg. Ich sag's euch, diese komische Beef, die ich auf Twitter gelesen habe, so ein bisschen hier. Grüße auch an die Mama, ich glaube, die ist ja Polarfox, gehe ich fast von aus. Darüber lacht man in 5 Jahren, wenn er da oben irgendwie mitspielt. Wahrscheinlich vielleicht von Big gepickt. So sieht es einfach mal aus, meine Lieben. Stark. Sehr, sehr stark. Was er hier gezeigt hat. Oh, die falschen Namen natürlich noch hier drin. Anstatt Snogger Dragons gegen Prospects sollte es eigentlich hier natürlich Gen 1 gegen Onyx heißen. No Rules holt sich die Runde mit seinen Mates zusammen. Da ist es das 7:7 wie angekündigt. Man musste in die Echo gehen. Oh, so wichtig, so gut für Onyx. Und somit kein klassisches 10:5 oder so, sondern solides 7:7 und man hat die Möglichkeit zum 8:7. Man hat kein AWP bei Gen 1. Man hat kein Diffuse Kit. Man hat ganz, ganz wenig Utility auf Seiten von Gen 1. Also Onyx hat hier wirklich, wenn man es clever, langsam, gut ausspielt, Utility nutzt, alle Chancen der Welt, weil Overpass ist so Utility-abhängig. Besonders als CT-Spieler und die Flash kommt gut und dann rennt man gerade bei Sixer weg und jetzt ist man komplett so gut im Momentum auf Seiten von Onyx. Es ist so stark, was hier gerade passiert. Gen 1 einfach 4 Runden am Stück jetzt verloren. Oder fast 4 Runden. Das ist so gut. Aber yay, mit dem beinahe Double. No Rules mit dem Refrag. Und da ist es, was ich vorhin gecallt habe. Genau so muss man es machen. Einopfern. Der zweite macht den Frag. Und der Vorteil ist weiter da bei Onyx. Und jetzt ist natürlich trotzdem so ein Ding. Es ist Wasink mit einem guten Timing. Ist jetzt bekannt. Jetzt ist es gefährlich. Pixel, schöner Play. Aggressive AWPs braucht man immer. Das war, glaube ich, der einfachste Frag des heutigen Abends. Hat nochmal ganz kurz innegehalten und sicher ins Rückenmark geschossen. Wer den Move von Pixel nicht versteht, hat eh jeglichen Verstand verloren. Ja, natürlich, Kai. Ist normal. Es war ja auch so ein bisschen ein Game da hinten. Und ich glaube, die Leute müssen halt verstehen, dass man gönnen muss. Ich bin ja selber manchmal so. Ich bin ja auch ein sehr treuer Mensch. Ich glaube, Pixel ist auch ein treuer Mensch. Aber, ja, wir gehen jetzt mal zurück auf zum Cast jetzt hier. Pixel, my friend. Hol dir den Gegner. Der muss nach hinten gucken. Nach hinten, Pixel. Nach hinten. Nach hinten. Come on, Boys. Passt auf. Wir können ja kurz darauf eingehen, wie ich darüber denke. Aber ich kann es auch verstehen. Junger Spieler, Neo macht ihn. Jetzt ist es Pixel im 1-on-1. Und Mann, ist der einfach aimstark, der Junge. Damals schon aufgefallen. Noch bei den... Was war das für ein Turnier nochmal in Hamburg? Habe ich ihn mitgecastet mit dem guten Horster. Da haben wir ihn auf jeden Fall in so ein Notizbuch reingepackt. Da hat er auch schon die AWP gespielt in dem Team. Ich glaube, da war noch. War er da nicht bei Skin Baron? Nee, ach, was laber ich? Bei dem anderen Skin-Hersteller. Skinport war er, ne? Skinport. Stark. Sauber. Auf jeden Fall. Führung für Onyx. Wer von euch nicht dran geglaubt hat, shame on you. Ah ja. Du öffnest mit der Aussage, die Büchse darf man doof. Bei mir öffnest du keine Büchse davon so, aber ich kann ihn ja voll verstehen. Ich kann auch die Aussage so ein bisschen natürlich nachvollziehen von dem anderen. Was auch immer da passiert ist. Ich habe da nur am Rande so ein bisschen mitbekommen. Aber wenn man aus sportlicher Sicht es sieht, dass er einfach Erfolg möchte, dann sollten seine Mates, was sie auch tun, ja, ihm es komplett voll gönnen, dass er hier in ein noch stärkeres Team reinkommt, die ihn gepickt haben. Und wenn die ihm diese Chance verwehren würden, dann wären die ja die Egoisten. So muss man das halt sehen.
Und wenn man halt wirklich selber auch gut genug ist und versteht, dass man vielleicht selber einfach zugeben muss, dass dein Mate, ja, egal wer es ist, einfach besser ist und der von dem anderen, der starken Ding gepickt wird, weil nicht jeder zum Beispiel wird ins Academy-Team gepickt, vom Big Ohm Academy, ja, also Arrow zum Beispiel auch. Könnte man ihm mir genau selber vorwerfen. Sowas, also alles lustig. In dem Fall. Immer gönn. Pixel macht sein Ding und zeigt hier auch, was er kann. Ist mit Snacks und Maeve auf seinem Team Top-Fragger. Also, es läuft. Halbzeittausch ist vollzogen. Onyx 8, Gen 1 7. Und wir sind die Führung in der Führung. Jetzt brauchen wir einfach mal clean Pistol Round für die Onyx-Jungs. Wir haben zweimal Double Beretta bei Snacks und dem guten Pixel. Und dann geht's voll rein. Anscheinend gibt es jetzt den Go Richtung B. Da stehen auf jeden Fall Mojo, Snacks und sein Mate No Rules. Und man geht hier ab. Erstmal Mojo kann nichts tun. Snacks hier mit der Double Beretta, da kriegt die übelste Flash ab. Muss sich zurückziehen, hat noch keine Molle abbekommen. Man muss aufpassen, man muss abwarten. Snacks, jetzt zieht er den Schatten, kassiert aber sofort den Header. Richtig bitter, jetzt muss man hier clean irgendwie ganz, ganz stark rausperformen. Oder vielleicht sogar safen, aber ich glaube, vielleicht macht es nicht so viel Sinn. Man versucht natürlich schon mal, jetzt nochmal im 3 gegen 5 die Bombe tickt. Es wird nicht so leicht für die Jungs von Onyx. Und no 2K geht nochmal in die Rules mit dem Double. Sehr wichtig. Und das ist Maeve im 1 gegen 3. Maeve 1. Oh, Maeve 2 oder was? Komm schon, Maeve. Zeig's uns. Ich weiß, er kann es auch hier. Super starker Spieler auch. Nicht umsonst wäre er jetzt hier. Aber die Zeit, die tickt einfach zu schnell. Und Neo kann das Ding klar machen mit der Glock. 8-8. Ausgleich. Onyx wird reinforcen, ganz klar. Oder? So klar ist es ja nicht. Ich persönlich feiere es auch sehr geil, sehr gerne, wenn man die Vollecke spielt. Um nächste Runde 5M4s reinzukaufen, finde ich auch sehr gut. Würde ich feiern sogar. Und ja, man sieht hier nur eine. Ne, man sieht die Deagles. Deagles, da kommt der Force mit der Scout. Auch ein ganz typisches Ding. Mal gucken. Wie wir sehen können, es soll komplett auf den B-Spot gehen. Aus Sicht von Onyx. 4 Mann sind dort. Ist ein guter Call. Und wenn Gen 1 jetzt hier auf den B-Spot gehen möchte, könnte es echt eine Schlacht werden. Und vielleicht kann man die Runde holen. Das wäre natürlich richtig bitter aus Sicht von Gen 1, aber so gut für uns aus Sicht von Onyx. Und es sieht echt mal gut aus. Man ist zu viert echt da. Man ist zu viert echt da. Da gibt es Support vielleicht. Ein schöner Klick jetzt hier. Mojo auch noch rein. Maeve mit dem nächsten. Maeve mit dem 3K. Was passiert jetzt hier gerade? Es ist so gut. Es ist so gut. Und das war's. Die Runde geht an Onyx. Wie schnell ist das denn gewesen? Was ist passiert? Eskaliert? Das war der Steinschlag, meine Lieben. Steinhagel von Onyx. Ah, jetzt, Mann. Diese Namen sind so Killer. Ich muss unbedingt so ein bisschen Entertainment-Portfolio haben. Da frage ich vorher die Teams. Da hätte ich jetzt hier gerne so ein Onyx eingespielt, wie er so einen Steinschlag macht. Wie ein Pokémon. Hammer! Aber richtig destroyed. Bam! Was ist denn da passiert? Ein Maeve ist gerade passiert, Alter. Junge! So schnell kann ich gar nicht klingeln. I look at 2 for 20 seconds. Yes, man. It was 5 seconds. Over. Crazy. Starke Runde. Und da gibt's ein Call von dem guten Elfeno, der hat mir immer beigebracht ist. Was bedeutet das jetzt? Theoretisch hat man jetzt gerade sozusagen im Endeffekt die Pistol gewonnen. Die Runde davor, weil man sieht hier, wie wenig Gen 1 einfach nur noch hat. Du hast halt nichts, du bist komplett money broken, du hast keinen Loser-Bonus, etc., etc., etc. Diesen extra Loser-Bonus, den man hat jetzt in der ersten Runde. Man hat jetzt selber 5 Deagles und 2 Flashes und einen Smoke, aber mehr ist da nicht. Natürlich muss man aufpassen, aber du bist jetzt der Angreifer. Auf der T-Side natürlich schmerzvoll, auf der CT-Seite wäre es noch schmerzvoller. Aber es sieht gut aus.
Ah, siehst du, da ist wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, mein Lieber, ne? Dann ja, auf jeden Fall. Aber du musst halt die Runde jetzt noch holen. Deswegen, sie sind noch nicht über den Berg. Aber ja, sagen wir mal 80%, 70% hat man sie jetzt schon. Können natürlich auch ein paar Klicks passieren. Man muss ja auch vielleicht mal Gen 1 in Schutz nehmen. War ja gerade unlucky, dass man auf dem B-Spot gelaufen ist. Und da standen halt einfach alle von Onyx. Und die Renate könnte gut kommen. Ja, sie kommt gut, trifft zwar zu nur Sixer, aber der verliert ihr halbes Leben. Und jetzt bin ich gespannt. Man rennt drauf auf den Spot. Klick von Nono 2K. Jetzt bloß keinen zweiten verlieren. Aufpassen jetzt hier. Aus Sicht von Onyx. Noch ein Klick gegen Maeve. Der holt zwar vorher noch einen Frax. Es ist 3 gegen 3. Jetzt gibt es hier gleich Support Flash. Man hat schon eine Rotation nach hinten. Man muss hier aufpassen. No Rules. Der macht die nächste Frag. Der war noch nicht auf dem Scoreboard so wirklich aktiv, aber mittlerweile rastet er aus. Neo zielt nach hinten ab. Mojo fällt. No Rules ist einfach der Endgegner, wenn es um die Retags geht. Das ist er. Es ist Neo. Mit 1 HP. Das Ding musst du holen. Einfach jetzt hier. No Rules. Gönn dir den 4K. Hol die Runde für Onyx und dann ist alles schick. Jetzt wird hier rumgepiekt. Überall muss man checken. Jetzt muss einer mal andiffusen. Und das war's. Das muss gewesen sein. Schönes Ding. Snacks macht ihn. Onyx 10. Gen 1 8. Und damit geht's jetzt auf jeden Fall in die Full Echo rein. Oder vielleicht eine kleine Deagle Force nochmal. Je nachdem. Aber es sollte dann das 11 zu 8 sein. So wie es der gute Elfeni gesagt hat. Durch den Plant nur eine Free-Runde. Ja, aber guck mal. Es ist auch eine Free-Runde. Guckt es an. Das Geld. Wenn die jetzt hier reinforcen, wären sie auch schön doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. 3000 als Terror. Man muss jetzt nicht übertreiben. Man muss nicht übertreiben, ne? Man muss nicht. Das wäre auch crazy. Deswegen, wir sehen es. Es könnte die zweite Free-Runde noch sein. Albi ist back, Komi. So sieht's aus. Albi. I'll be back, mein Lieben. Wo ist Pererino? Pererino nicht da. Vielleicht ist er eingepennt. Oder muss man noch ackern, Alter. Krasse Sache. Maschine. Ja. Ja, wäre ich jetzt nicht so ganz dabei, Feli. Guck dir an, was sie gemacht haben. Okay, der beste bei wahrscheinlich dann jetzt so, weil Sixer die AWP kaufen kann. Aber guck dir an, die haben so weit runtergekauft, die haben genauso viel Geld, als hätten sie jetzt letzte Runde nicht die Plant gemacht. Wenn man es ganz hart sieht. Klar, sie haben jetzt natürlich die AWP nochmal, Utility vielleicht und Weste. Das ist wahrscheinlich dann am Ende dieses Quäntchen, was du meinst. Jetzt versucht man es wieder auf den A-Spot, aber da steht Maeve, da steht Pixel. Beide dürfen hier kurz ein bisschen abfarmen. Und das tut doch einfach mal gut, dass es hier schön in die Gesichter reingeht. Maeve beendet es. 4K für ihn. 11 zu 8, da ist es. Wunderschön, Wunderberski. Ich bin happy. Ihr hoffentlich auch. Onyx, nachdem wir reingegangen sind, beim Stand von 3 zu 3, führten dann die Gegner 6 zu 3. Dann haben wir endlich den 6 zu 4 gemacht. Ich glaube, dann gab es direkt das 7 zu 4. Aber dann kam das Comeback und seitdem... Okay, bis auf die Pistole jetzt hier gegen Gen 1 in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Ist Onyx im Lead und man kann hier langsam aber sicher Geld aufbauen. Snacks 7K, Pixel fast 7K. Und es sieht echt gut aus. Gen 1 braucht Taktik. Keine AWP, wie wir sehen können, die man eingekauft hat. Sondern nur eine Galil, also nicht der beste Buy. Wieder einmal hat sich Kai geirrt. Wieder einmal hat er sich geirrt. Ja, die hätten einfach gar nicht ihre Force Bay machen sollen letzte Runde. Dann hätten sie jetzt perfekt gepasst. Dann wäre es mega geil. Also im Endeffekt haben sie haben es ja selber versaut. Sie haben ja gerade reingeforst die Runde zuvor. Sie sind selber schuld. Muss ich für mich ganz klar sagen. Man hätte jetzt hier viel, viel bessere Waffen noch haben können. Die AWP und die ANAK. Ja, der Plant hat sie verlockt, dass sie reinkaufen. Meinst du so eher dann? Aber dann bist du ja aber vom Mind her schwach, oder? Wenn du halt dann dich verlocken lässt, weil du, ne? Das sind manche diese Mindgames. Ah, komm, wir haben einen Plant gemacht. Komm, wir können noch mal ein bisschen reinkaufen. Ah, ja. Genau. Herrlich. Aber ist gut für uns. Und Pixel freut sich auch. Vielleicht kann er jetzt hier direkt ein bisschen eskalieren. Jane sehr weit vorne. Auch eklig. Pixel jetzt hier mit dem Peak. Für ihn. Aber er holt den ersten Anschuss schon mal. Also getroffen hat er auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch Mollo. Und er setzt da nochmal an. Und der Schuss sitzt auf jeden Fall nicht. Was ist denn das gewesen? Der ging durch oder was? Noch ein Anschuss. Das kann ja nicht sein. What? Der war doch drauf. Der war doch drauf! Hä? Ist doch Schummel hier.
Da war ein Polizeiwagen im Weg. Möglich. Die Hitboxen. Ja, nie E-Sport. So sieht's aus. Grüße, mein Lieber. Grüße gehen raus. Crazy. Auf jeden Fall. Onyx 11, Gen 1 9. Man hat eine gute Runde jetzt gerade gespielt auf Sicht von Gen 1. Onyx leider zu schnell rausgenommen, alle Spieler. Auch weil Pixel da nicht getroffen hat, was er unglücklich war, so ein bisschen. Aber was war das denn jetzt hier für ein Damage? Granaten und Molo-Damage von Onyx gegen Gen 1. Also das tut richtig weh. Und No Rules jetzt hier mit den paar Klicks holt sich Warzinken. Das ist so wichtig. Und was ist mit No Rules jetzt los? Der will noch mehr. Der will noch mehr Pixel. Steht close an der Kante. Vom A-Spot zum B-Spot rotiert. Auch eine schöne Aktion, wenn die AWP woanders steht. Oh. Stark. Man ist auf dem A-Spot, aber trotzdem. Der Retag, den musst du trotzdem anspielen. Im 4 gegen 3 wird natürlich nicht leicht werden. Boah, Pixel einfach so stark. Auch im Close Fight. Ah, jetzt schießt er zwar, aber trotzdem ist ja sein Mate da. Oh, aufpassen, Neo. Der kann hier wirklich viel machen. Pixel, guck nach links, bitte. Aber Pixel ist wirklich so krass unterwegs. Guck mal, wie blind er seinem Mate vertraut, dass er ihn supportet. Weil genauso wahrscheinlich musst du auch spielen. Du brauchst den Rücken von deinem Mate. Du brauchst Snacks, der Action macht. Guck mal, Snacks traust dich nicht. Pixel nimmt die M4 und geht einfach vor. Der regelt für dich jetzt. Der macht den Spot jetzt sauber. Aber Mojo von der anderen Seite mit dabei. Und oh. Junge, bin ich verliebt. Pixel rastet aus. Mojo lenkt gut ab und dann so ein Flick nochmal ins Gesicht. Richtig, richtig solide. Die AWP wird mitgenommen von Pixel. Easy 12-9. Onyx holt hier direkt die Anschlussrunde wieder zurück und Gen 1. Aber dank dem Plant mit dem Loser-Bonus auch weiterhin im Geld können die wieder eine Waffe, also können wieder Waffen kaufen. Ja, weil ich gerade nicht rede bleib. Ich habe gerade innegehalten. Ich bin gerade ruhig gewesen, ruhig geblieben. Aber Grüße gehen raus, auch an dich. 12-9 und viel ist ja nicht passiert bisher. Ich habe es im Gefühl gehabt, dass sie einfach sich Zeit lassen. Jetzt geht's, versucht man reinzukommen. Snacks mit einem guten Spray. Fällt dann zwar beim 2 gegen 1 Tausch. Nimmst du immer gerne. Neo pusht rum. Will jetzt hier auf Mojo und Mojo passt nicht auf. Und im Moment, klar, auch ganz schön schwierig, weil kein anderer Spieler mehr irgendwie im Kurs stand. No Rules ist jetzt da. Die Flashes fliegen. Pixel von oben. Könnt jetzt gleich hier schön den Frag ziehen. Macht er auch. Den anderen hat er auch noch gesehen. Jetzt wird natürlich schwierig. Eine schöne Granate im Support. Neo guckt nach oben. Wird von Maeve geholt. Und dieser versuchte Plan geht nach hinten los erstmal. Und der nächste Spieler fällt zwar jetzt hier von Onyx. Warzink. Und ey, einfach frech und stark vom Pixel. Wirklich ohne Witz. Entweder denkt er gar nicht und ist ihm egal, ob er stirbt. Oder einfach, er ist sich so sicher, was er hier tut und hat genau gelernt, wie man die AWP spielt. Einfach super stark, wie solide er immer nach vorne geht, immer den Raum gewinnt. Auch gerade wieder Glück, wenn man genau hingeguckt hat. Der Kollege ist gerade auf die Smoke gewechselt oder so. Er wollte, glaube ich, gerade rein smoken von unten. Aber trotzdem, super starke Leistung hier von Pixel und seinen Mates. Schön. 13-9, Gen 1, wieder nur in der kleinen Force.
mit den Deagles. Mehr ist da einfach nicht drin. Und es könnte und sollte das 14:9 werden. Außer Jane haut die Klick jetzt raus gegen Maeve. Und das ist es auch. Ah, tut das weh. Oh, und Neo noch. Das darf nicht sein. Bitte, es darf nicht passieren. Bitte, Pixel, rette deine Jungs. Hol mit der AWP. Oh, jetzt kommt sie über lang. Komm schon. Hol die 3K jetzt hier raus. Oh, oh, oh. Noch ein Klick. Geschockt. Ja, ja, ich war auch geschockt von mir selber. Ah, da geht's in den Safe. Ach, schade. Schade, schade. Die Klicks wurden verteilt und das tut natürlich weh. Bitter. Ganz, ganz bitter. Also, Daumen drücken, weiter geht's. 13:10. Und natürlich für alle Leute, die jetzt hier Colasse gegen Alternate Attacks gucken wollen. Oh, die Granaten treffen zum Glück gar nichts. Sollte dann auch nach der Partie in Anschluss gehen. Ich bin überzeugt, dass Onyx das Ding jetzt hier klar macht. 16:10, 16:12, irgendwie sowas gewinnt. Und dann gehen wir rüber in die nächste Partie. Ich weiß nicht, ob Paddy dann da ist. Jetzt geht's wieder ins Duell. No, no, holt sich aber den Double. Ah, jetzt ist der Wurm gerade drin. Und man ist im Money Broken Bereich. Wir brauchen den Hero Snacks. Bitte. Sei kein Snack. Ich hoffe, das sind alles für dich Snacks. Snacks, komm. Gönn dir. Let's go. Snacks gegen den Rest der Welt. Der Plant verhindert. Den zweiten holt er auch noch. So wichtig, jetzt die AWP rausholen. Der Schuss geht daneben. Und das ist Snacks jetzt hier. Mach den 3K. So wichtig. Die Bombe kann nicht geplantet werden. Nur holst du vom Timing jetzt nochmal mit der Mollo. Die wird zwar gelöscht, aber das war so wichtig. Snacks mit dem 3K. Neo guckt nochmal nach unten. Jetzt hört man die Steps. Jetzt kann Mojo langsam hinterher. Oh mein Gott, wie gut war das denn bitte? Snacks rettet. Schützt hier seine Mates. Mojo zu tick zu schnell. Dreht man sich um. Jetzt kommt die Mollo vom Timing her. Nicht perfekt. Aber es ist nur Rules, die auf dem Spot jetzt ist. Es kann geplantet werden. Geh einfach offensiv. Scheiß drauf. Frech sein. Einfach frech sein. Links sieht man den ersten Spieler. Und der andere ist doch low. Neo hat nichts mehr. Komm schon, Rules. Das ist dein Spiel. Das ist dein Ding. Genau an dieser Stelle war vorhin auch ein Spieler. Den hast du einfach weggeklatscht. Neo sollte es nicht machen, sondern nur Rules. Jetzt einfach hier links peeken. No Rules. Macht es. Sichert mit Snacks zusammen die Runde. Onyx holt das 14:10. Es ist insane, meine Lieben. Was für ein Game. Was für ein Play. Was für eine starke Aktion von Snacks hier. So wichtig. In der richtigen Sekunde, wo man ihn brauchte, macht er hier einfach den 3K. Eskalation. Und so macht Counter-Strike mega Spaß. Oh boy, danke für den Follow. Geil, richtig geil, was uns hier Onyx präsentiert. Die Jungs einfach performen. Jeder hat hier seine Momente. Wir können ja ganz kurz mal aufs Scoreboard gehen. Nur Rules, Maeve, alle gleichen. Mojo so ein bisschen abgeschlagen, aber vielleicht hat er heute einen schlechten Tag, aber trotzdem. Auch der macht sein Game. Nur Rules mit einem schönen Jump. Es gibt Granate daher. Klar ist der Terrorspieler nicht mehr leider, aber das ist Wurst. Information, die steht. Und der ist einfach super, super heiß nach der letzten Runde. Aber Snacks, einfach gerade godlike, was er gerade gebracht hat. Super gefallen. Und ich habe es nicht gesehen. Mo jetzt mit seinem Spraydown. 1, 2 und die Nummer 3, die sitzt auch. Und dann tut er was für seinen
schönes Konto hier auf den Stats. Super wichtig. No Rules jetzt hier auf Kante auch sein Frack gezogen. Und das ist das 15 zu sehen. Da sehe ich hier gar nichts mehr. Man hat drüben gar kein Geld mehr. Zwar holt sich Six erst noch den Frack gegen Mojo. Aber vollkommen egal. Six holt sich auch No Rules. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Weil wer steht denn da noch? Da steht Snacks und der hört die Steps. Ja, wie man nochmal wegrotiert bei 50 Sekunden. Man weiß, es soll Richtung A-Spot gehen. Pixel ist ready. Problem ist bloß, man muss schnell mal rumrotieren auf die anderen Winkel, weil die Schwierigkeit war natürlich jetzt gerade. Man kann nicht alles sehen. Sehr, sehr passiv ist aufgestellt auf Seiten von Onyx. Man will jetzt nicht einzeln reinlaufen. Wo steht hier? Okay, dann deckt sich. Ja, jeder deckt sich irgendwie und Pixel zielt halt so ab, dass man nicht an ihm vorbeikommt. Also im Endeffekt, alle sind gedeckt. Wenn er auf dem A-Spot geht, dann müssen die alle zusammen den Retag spielen. Der Bombplant kann hier nochmal mit dem dreifachen Loser-Bonus dann nochmal ein bisschen Geld reinholen. Aber ich denke, die Runde lässt man sich nicht mehr wegnehmen. Das muss es doch eigentlich gewesen sein. Also, Daumen drücken. Genau, da springt man vorbei. Da hat Pixel ihn gesehen. Jetzt weiß man ganz genau, wo er ist. Er ist gefangen. Pixel und seine Mates, die kommen. Schon rüber gerannt. Pixel muss auf seinen Mate warten. Jetzt kommt Sixer. Der geht nach vorne. Frech gemacht. Aber der Anschuss sitzt und jetzt muss Pixel aufpassen. 5% nur noch. Man pusht ihn und Maeve ist ready. Das Sixer jetzt hier nach vorne kommt. Jetzt den Kopf. Und da fällt man. Jetzt, wo ist Snacks jetzt hier? Oh, das Timing. Dieses Duell. Pixel. Wie krass ist Pixel bitte? Mit 5%. Wie alt ist Pixel? Junge. Mit der USP. Richtig frech. Einfach dreist geht er ins Duell gegen die AK. Also, komm. 5 Matchbälle für Onyx. Also das ist doch hier einfach mal ein schönes Highlight. Ein schönes Ding. Der erste deutsche Sieg, den ich hier auf dem Kanal jetzt caste, seitdem wir wieder casten. Trotzdem vermisse ich Paddy. Und ich glaube, das 16 zu 10 ist jetzt drin. 19, alles klar. Super jung und super stark. Und Pixel ist wieder da. Eine Mollo hinterher nochmal. Da gibt es weiter den Push. Mojo ist da zum Support. Verteidigt jetzt hier Pixel nicht. Der fällt, die Flashes sind einfach zu viel, aber da sind doch genug CTs noch am Start. Deshalb muss man aufpassen, die Knochenregel kickt rein, oder was? Oh, es wird gefährlich. Nono holt hier richtig viel und es ist No Rules jetzt hier im 1 gegen 1. Ja, mit so wenig HP keine Chance. 15, 11. Geldtechnisch sieht es auch nicht so gut aus. Es wird nochmal spannend. Kein 16 zu 10, wie ich es gerade dachte. Oh, man. Oh, man. Ich bin Pascal-Fan. Unity, alles klar. Sehr gut, so muss es sein. Ich bin von allen die Fans. Pixel, klar, aber auch cool, interessant, weil wenn ich mich recht entsinne, Maeve war doch sonst immer, in welchem Team hat er vorher gespielt, früher mal, als er dann eine Pause hatte, selber der AWP-Spieler. Finde ich auch stark, dass Maeve hier jetzt der Rifler geworden ist und man für Pixel freigemacht hat, weil er einfach die bessere AWP dann sein muss. No Rules, Mojo, Snacks, alles super performende Spieler. Also ich bin sehr begeistert von diesem Team. Und ich denke auch, die werden wieder viel Impact bringen, auch in der ESL-Meisterschaft und überall. Man kann es ihnen einfach nur gönnen. Im ersten Moment war ich natürlich geschockt damals, als Onyx Talents komplett auseinandergebrochen ist. Auch Morkets, die so gut letztes Jahr performt haben und auch als Underdog so gut Action gemacht haben, dass dann Pixel ist, weg ist, Arrow ist abgehauen, etc. überall. Aber man baut was Neues, man geht ran, man muss Vertrauen gewinnen und da sind auch noch genug andere gute Spieler am Start. Und vielleicht macht man ja auch ein Big Home Academy einfach klar hier. Ich bin der ein Ventilator von Rules. Okay, man versucht auf den Spot zu kommen. Mal gucken, was jetzt geht. Wer steht close? No Rules is ready mit der Happy Knight. Macht jetzt hier gut den Damage. Pixel mit dem Frack. Der lebt immer noch. Keine Ahnung, hat ihm das mit was geholt. Jetzt ist noch lang Maeve auch noch da. So gut, jetzt hier überall das Kreuzfeuer. Und es ist nur noch Jayne. Und diese Runde könnte jetzt hier vorbei sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und man holt das Ding. Oder was? Nein, doch nicht. Schock der Woche. Ich dachte, man hat es geholt. Aber Jayne holt den Frack. Jetzt macht mich mal nicht fertig. Snacks hat die Bombe. Smoke sie jetzt nochmal close up. Pixel muss es auch abzielen zusammen. Das könnte interessant werden. Komm schon. Pixel oder Snacks, bitte holt jetzt hier dieses Ding. Gönnt euch diesen Frack. Die Bombe liegt da super unglücklich. Schön in die Ecke gestellt. Anschuss von Pixel. Er muss es machen. Pixel im One-on-One. Kann er wieder frech sein mit der USP? Und er macht es! Pixel, du junger Gott! Er holt die Runde hier für Onyx. Und somit ist es durch 16 zu 11.
gewinnen die Jungs am Ende aber eine ganz, ganz starke Partie. Was für ein Ding. Also, puh, sehr, sehr geil. Und wir sehen Paddy leider nicht da. Richtig, richtig stark. Man holt den Sieg jetzt hier. Und der gute Pixel macht das Ding am Ende klar. Das ist einfach nur, das ist schön. Hat Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Puh, dann haben wir ja pünktlich Zeit, nochmal direkt ins nächste Spiel zu gehen. Also hier Action auf Action. Also in dem Sinne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht kommt Paddy auch gleich dazu, oder nicht? Zur letzten Partie, ich weiß es nicht oder auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. GG well played. Onyx super performt. Muss man ganz klar sagen. Wir gehen jetzt direkt rein in die nächste Partie. Attex gegen Colasse. Und da bin ich sehr gespannt. Übrigens, ja, wer auf Englisch diese Partie gucken möchte, kann sich das Ding gerne angucken. Auf dem Attex-Kanal wird es auf Englisch übertragen. Und Gulbex, mein Lieber, Grüße gehen raus. Danke für den Resub. Also, bis gleich. Wir gehen kurz, vielleicht, ja, nochmal einen kurzen Break hier für ein paar Sekündchen. Und dann bin ich auch gleich wieder da mit der nächsten Partie. Die geht dann gleich los auf Inferno, wie es aussieht. Also, bis gleich.